Ein schwarzes Temerien ist kein Temerien. Aber eine Sache muss ich noch mal ganz kurz machen. Und ich muss aber das Overlay hier machen. Nein, 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 keine Vorschau, bitte. Oh Gott, bloß keine Vorschau. So. Ich muss nämlich das alles hier einmal nach unten setzen. Okay, das war zu weit nach unten. So. Das einmal darüber. So, und nun bin ich zufrieden. Nun funktioniert das auch alles. Ich werde von Schöppen stehen. Oh Mann. So, unsere Rüstung glänzt und glitzert und funkelt und alles. Ah, Kaya hat auch die Cat Powers entdeckt. Sehr schön. Moment mal. Greif, Weißgarten, klingelt's? Ein schwarzes Temerien ist kein Temerien. Gut, so, wo müssen wir als nächstes hin? Ah, stimmt, wir wollten die Hexeaufträge weitermachen. Die Hexeaufträge. Sprich mit dem Ältesten von... Oh Gott, wo ist das denn schon wieder? Raus, raus, raus. Da hinten. Gehen wir da zu Fuß hin? Meine Katze furzt nicht. Also bei Frisches hat es vorhin geklappt. Also eigentlich müsste sie auch pupsen. Sag ich ja, bei Frisches klappt es. da ist der Weg. Ding ins Kirchen. Eine Reise. So heißt das Ding. Oh, das klingt so ekelhaft. So. Einmal nach hier. Zur Hüde. So ein kleines Ding und so ein Kurz. Klein, aber oho. Oh Gott, wie gern würde ich in Witcher 3 leben. Es sieht aber so schön aus. So, warte, wie ging das noch? Achso, da. Ich habe lange kein Witcher gespielt. Hört mir gerade mal so nebenbei auf. Das muss Ehrendorf sein. Das war ein feuchter. Das Dorf mit den Hauptwagen. Toll, aber es ist zu still. Ja, Geralt, warum ist es wohl so still? Das kommt sicherlich nicht von irgendwo. Ach, oh, okay. Weißt du, ihr seid am Rumpfurzen und Geralt kämpft. So. Niemand da. Etwas Böses war hier. Danach sind Nekrophagen aufgetaucht. Okay, also einmal wieder. Nekrophagen haben die Leiche zerfleddert. Okay. Die Todesursache kann ich nicht mehr herausfinden. Der Jumpscare musste noch sein, ne? Ja. Was ist hier? Ah, tote Menschen. Schwertwunden. Da ist jemand wohlhabend. Vor allem Kopf eines Waldschrats. Mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Nanu, da ist mir wer zuvor gekommen. Du kannst tote Menschen sehen, ja. Stimmt. Und tote Katzen und Hunde. Das Feuer brennt noch. Alles noch frisch hier.
Ja, sie scheint dann wohl noch nicht lange tot zu sein. Gehe ich mal stark von aus. Bauch aufgeschlitzt. Ist wohl beim Verteidigen seines Herrn gestorben. Sehr nett. Erster Hieb durch die Aorta, zweiter Hieb durch die Femoralarterie. Der hat nicht mehr gekämpft. Nee, das brauchen wir nicht. Huch. Das wollte ich auch nicht. Das hier wollte ich. Die mystische Paste können wir ruhig mitnehmen. Hier liegt Klinge hier in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Wie viel? Ach, Kuhle. Ihr fällt immer da dran ab. Auch schön. So, ein Haus bleibt noch. Ah ne, dich haben wir auch kampflos noch nicht. Kampflos gestorben. Abgeschlachtet. Die Klinge hat die Organe getroffen. Nett. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Ja, schlaf schön. Bolzen. Träum was Süßes. Bitte, bitte nicht von diesen Kugeln. Aua. Ist da gerade ein Bein geflogen? Ja, Tatsache, da ist ein Bein geflogen. Sehr cool. Lasst die Beine fliegen. Blut. Mit etwas darin. Ich könnte den Katzen tatsächlich eigentlich auch eigene Befehle machen. Alkohol. Aber ich bin keine Grafikerin. Wo bist? Sonst könnte ich es auch machen, dass die Katzen ihre Beinchen so hoch machen. Ein also, Tank. Das ist kein jetzt gerade falsch, aber diese Beinchen einfach so. Ne? Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit einem Hieb. Mistgabel. Üble Nahkampfwaffe. Sehr übel. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen, hohes Tier. Todesursache, Stichwunde, Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Er hält etwas fest, eine Silberkette, gerissen. Er hat sie jemandem abgerissen. Scheiße. Halt! Na toll. Warum muss Geralt eigentlich immer hinter irgendwem herlaufen? Eine Puppe und kleine Fußabdrücke. Da lang. Ins Haus, durchs Haus. Geralt! Aha, da ist sie. Huch, nein, nein, nicht schlagen, bitte. Keine Angst, ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch, ich... Du hast Katzenaugen, genau wie er! Genau wie... Genau wie der böse Mann! Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Nett. Gehört diese Puppe vielleicht dir? Ja. Hat sie einen Namen? Meister Sommersprotz. Hübsch. Kann ich ihn haben? Bitte?
Meister Sommerspross würde mir unterwegs sowieso nicht viel nützen. Hier. Also, meinst du, du könntest mir erzählen, was hier passiert ist? Ich muss es wissen. Na, in unseren Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemir war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Den Rest kann ich mir denken. Mich hat er laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr, aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Bleib hier und sei still. Klar? Schön hierbleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ach ja, ist er hier losgelaufen. Mit Hilfe meiner Hexersinne. Ja, ich sehe aber nicht viel. Ach, hab da vorne wahrscheinlich. Okay. Gut. Der Steinkreis muss mich umsehen. Handabdruck. In Blut. Wolf. Er hat sich die Hand auf die Wunde gedrückt, musste sich dann abstützen. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Hallo, Wölfchen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja, nett. Blut. Noch frisch. Er ist nah. So weiter seiner Spur entlang. Ich gehe mal von aus, dass es kein netter Hexer war. Ein Mithexer. Die Welt ist klein. Häfchen? Du hast was verloren. So weit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Erst mal reden, dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf, was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal. Fünfzig. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann, meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor. Aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste.
Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Also hast du das ganze Dorf massakriert. Was hättest du denn gemacht? Wärst du zum Gemeinderat gelatscht, um eine Beschwerde einzureichen? Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Das sind so Nerven verloren? Ich bin gewöhnt. An Betrügereien, ein Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Das Mädchen, warum hast du sie leben lassen? Weil... Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war... bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? In dem Dorf sind haufenweise Unschuldige gestorben. Das stimmt. Meine Schuld. Ich habe mich hinreißen lassen. Nicht zum ersten Mal, oder? Willst du mich töten, Wolf? Gut, dann zieh. Meine Beichte schminkt dir ab. Kämpfe wie ein Mann. Wozu reden wir eigentlich? Warum? Ich gebe den Leuten die Chance zur Verteidigung. Du nicht. Wie zuvorkommend. Ein echter Verteidiger der Schwachen. Gestattest du mir eine Schwalbe? Komm schon, ich bin verletzt. Dann ist es etwas gerechter. Gut. Trink. Vielen Dank. Ein Hexer von Ehre. Man staunt. Und so hirnlos. Komm, ihr und Stürm. Sehe keine Chance. Komm. Gute Nacht. Oi. Gute Nacht. Möge die Erde leicht auf dir. Hey, Duft des Streams. Ja. Ich sollte zu der Kleinen zurück. Ihr Stream heute mal wieder. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und herzlich willkommen. Extra Silberschwert. Bringt mir wahrscheinlich nichts. Genau. Das habe ich mir gedacht. Ach ja, jetzt sollten wir jetzt zu dem kleinen Mädchen zurück, ne? Scheiße, das war die falsche Taste. Bitte einmal zurückstecken. Also Gera muss bei Wind und Wetter muss da draußen rumlatschen. Ganz ehrlich, Hexer wäre jetzt nicht so mein Beruf, ne? Kann ich mir, glaube ich, Schöneres vorstellen. Denn? Ah, immer noch an dem Baum, sehr gut. Da bist du! Ich dachte schon, dass du nicht wiederkommst, dass er dich auch tot gemacht hat. Mir geht's gut. Und er wird niemandem mehr was tun. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du...
Ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Ja, ich muss wenigstens nicht dahin laufen. Sehr gut. Gott, diese war schon halb tot. Melly, was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Ich glaube, ich wäre gern ehrlich. Nein, es war ein anderer Hexer. Die Dörfler haben ihn provoziert. Es stimmt, was man von euch sagt. Okay. Ihr seid herzlose, grausame Mörder. Nicht alle. Er hat seine Strafe erhalten. Genug davon. Und jetzt? Meinst du, damit wär's getan? Und einfach vergessen? Nein, nicht vergessen. Man wird uns weiter fürchten und hassen. Wie üblich. Macht nichts. Um Frieden geht es ja nicht. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Was? Du nennst mich Mörder und gibst mir dann ein Kind mit? Du wirst dir schon den Magen füllen, wenigstens das. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rentensuppe lebt man eben nicht gut. Würzig wird sie aber auch nicht gerade. Ja. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst. So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit 1000-fachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Wir wird sie trotzdem so? Irgendwann aufsetzen. Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Milli, komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen. Na, wie klingt das? Klingt das gut? Achso, das ist die falsche Quest. Ne, die wollen wir nicht. Nein, keine Hauptquest. Erstmal noch Nebenquests. Dann haben die hier. Die anderen beiden machen wir auf jeden Fall später. Und wir müssen ja sowieso nach Skellige noch. Aber da müssen wir eh hin wegen der Hauptquest. Vom Bruder Skellige. Ja, und das war auch in Skellige. Ich bin schon schön. Ich muss aber hier einmal noch was nachgucken. Perfekt. So, wo ist das Ganze? War klar. Am Arm der Welt. Na gut, wir können uns ja mit der Schnellreise dahin bringen lassen. Wo war die Schnellreise nochmal? Dahin. Bin hier eigentlich gerade blöd gegangen. Jebel Ebrase.
Der hinten. Sehr schön. Weil ich glaube, der Weg ist mir dann doch ein bisschen sehr weit. Einmal nach Ochsenfurt, bitte. Wieso muss man den Kack nicht bezahlen? Gott, lange ist es her, dass wir in Ochsenfurt waren. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Okay, machen wir. Nein, Geralt, spring. So, sprechen wir erstmal mit den Zeugen. Ich glaube, das klingt ganz gut. Sachchen, gute Frau. Oh, spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Weißt du, ich fände es besser, wenn du es nüchtern erzählen würdest. Du kannst dir die Flasche ja später kaufen. Wie du willst. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Ganz nüchtern scheint die aber auch nicht mehr zu sein. Fünf, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Oh. Wahrscheinlich war es einfach nur irgendjemand, der... Seine Majestät, König Radovid ist ein Steiner, den aber gerecht. Eine ruhige Nacht haben wollte. Mit einer Frau in seinen Armen. Da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen, der dazu neigt. Leider. Ah, hier. Ein Armband, ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung, zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Die Buntglasfenster sind cool. Warum muss es eigentlich schon wieder regnen hier drin? Reicht doch eigentlich, dass es in echt die ganze Zeit eigentlich nur am Schütten ist. Hier muss ich auch noch Regen ertragen. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Doktor, oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber.
Stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Untersuchen wir einmal. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlocken. Ja, wo wird man die Säufer wenigstens los, ne? Na, auch nicht verkehrt vielleicht. Okay. Betrinkt dich um... Ja, toll, ja. Ach, stimmt, okay. Ja, das macht relativ viel Sinn, aber wir sollten einfach auf die andere Seite. Nur betrunken kämpfen? Ja, nehmt das so sinnvoll ist. Lang lebe, etc. Ich werde nur einen einzigen... Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen, und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Eigentlich haben wir so viel Alkohol mit, das könnten wir selber trinken. Auszahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Einen einzigen Ich kannte ein Mädchen, oh, höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen. Doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Du weißt nicht ganz genau, in welche Richtung wir müssen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Ah, okay. Wir müssen also doch in die andere Richtung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich nach links müssen. Aber okay. Gut. Geralt Sing. Los. Das dritte hingegen, das machte mir Freud, so freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? Ja doch, schon gut, meine Güte. Gut, und noch einmal in die nächste Straße rein. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Hier drüben. Ach, da. Ja, klar, und Gritte haben nichts gesehen, oder was? Ich kann ihn hören. Ich glaube, die Doktorin verspätet sich, Nulls. Ganz ruhig, ich kenne sie. Die kommt noch.
Dann ein paar Schaufeln. Kann witzig werden. Okay, nach dahin. Er geht zur Hütte am Fluss. Natürlich, da wo keiner ist. Und natürlich auch abgeschlossen. Ja, aber wir kommen von hier aus rein. Das nehmen wir aber mit. Geh, solange du noch. Ja, das ging einfach. Ah, okay, das ist ein Spiel. Ich dachte gerade, was das für ein komisches Geräusch ist. Aber das ist nur hier drin. Okay, und wir haben irgendeinen Erfolg freigeschaltet. Okay, keine Ahnung, was da sonst noch steht. Wird mir leider nicht komplett angezeigt. Aber ich erschrecke mich immer, wenn diese Errungenschaftsbenachrichtigung kommt. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Ja, Stufe 25, sehr schön. Einmal zurück. Ah, mein Charakter. Aber wir können hier immer noch nicht weiter auf runtergehen. Schade. Was haben wir denn hier noch einmal? Irgendwo Bomben. Und wir nehmen aber das Ausrüstungsgewicht hier. So, 220 können wir jetzt tragen. Dann haben wir zumindest erstmal keine Probleme mehr damit. So, Hexaufträge haben wir jetzt hier erstmal keine mehr. Nebenquests sind nur noch die Gewinnsachen. Und dann kümmern wir uns jetzt einmal um die Schatzsuche. Und das eine ist sogar direkt hier in der Nähe. Das machen wir direkt. Wenn schöner wäre es, wenn wir jetzt hier ein Boot hätten, aber wir schwimmen einfach. Geralt kann auch mal schwimmen. Banditen. Na gut, die Banditen bringen eh nichts mehr, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip. So, hier soll also irgendwas sein. Sinn. Hier. Und kann ich den nicht anvisieren? Seltsame Sache. Ah, okay. Sind nur Spuren. So, dreh ich.
Das haben wir schon mal.